Ich glaube, ich war 8. Also ich bin mir ziemlich sicher, ich war 8. Ich habe irgendwelche Geistergeschichten geschrieben, das dann als Romane bezeichnet, Coverbilder dazu gemalt und meine Eltern haben es in eine Mappe eingeheftet. Und irgendwann, als ich 12 war, habe ich bei meinem ersten Literaturwettbewerb mitgemacht. Und dann bin ich zur Jugendliteraturwerkstatt da in Graz gekommen und ja, da war ich dann angefixt. Mehr oder weniger. Also ich habe teilweise, ist es ja so, dass Leute davon ausgehen, wenn man sowas Künstlerisches macht, verdient man nicht viel Geld damit, das ist kein stabiles Leben, das funktioniert nicht so gut, man braucht noch einen anderen Job. Also ich glaube auch, dass meine Mutter nicht ganz überzeugt war, dass das funktionieren kann. Mein Vater ist total hinter mir gestanden. Also ich habe das Glück gehabt, ich habe eine Person gehabt, wo ich es beweisen muss. Und eine Person, wo ich unterstützt worden bin. Und ich habe dann schon natürlich auch die Ausbildung fertig gemacht, weil man dann mehr Optionen hat. Ich habe eben dann zufällig gerade im letzten Jahr meines Studiums zwei Literaturwettbewerbe gewonnen, die ein bisschen Geld gebracht haben. Nachdem ich eben auch schon in der Ukraine Auslandssemester gemacht habe, habe ich dann meinen Koffer gepackt und habe mir gedacht, naja, für das Geld kann ich in Österreich vielleicht 4 Monate überleben oder in der Ukraine ein ganzes Jahr. Ich ziehe jetzt in die Ukraine und schreibe mein erstes Buch. Also ich finde das zum Beispiel sehr schön, dass die Leute grundsätzlich nicht so die ganze Zeit herumgrinsen und super höflich sind oder so, aber wenn, dann meinen sie es ernst. Und das ist eigentlich sehr schön. Also ich habe auch gemerkt, als ich einen Aufenthalt von einem Stipendium als Autorin in Sri Lanka gehabt habe letztes Jahr, dass die Leute dort ständig lächeln, aber man kriegt gesagt, man darf eben keine kurzen Sachen anhaben, man sollte, wenn man in irgendeinen Ort geht, die Knie bedeckt haben, die Schultern bedeckt haben, weil man ansonsten mehr oder weniger eine Gruppenvergewaltigung provoziert. Aber die Leute lächeln die ganze Zeit. Und in Odessa ist es so, dass grundsätzlich mal alle relativ grantig reinschauen, so wie man sich das von einem richtigen Russen natürlich vorstellt. Aber wenn man mit wem interagieren will, dann reicht es, wenn man lächelt. Und man kann halbnackt durch die Stadt rennen und das ist jedem völlig egal. Nicht wirklich. Also der Picus Verlag hat mich kontaktiert, als sie einen Text von mir in den Manuskripten gesehen haben und haben gefragt, ob ich zufällig einen Roman irgendwo in einem Ladel liegen habe. Und ich habe gesagt, na, aber ich kann mich melden, wenn ich den fertig habe, an dem ich gerade arbeite. Und dann ging das eigentlich sehr schnell. Die haben innerhalb einer Woche entschieden, sie wollen das drucken, weil ja, es einfach gut gepasst hat. Dieses Buch hat gut zu diesem Verlag gepasst und zur Gesamtsituation. Am meisten Ideen, kommt mir vor, kriegt man, wenn man so ein bisschen durch die Stadt streunt, wenn man dort irgendwie einfach versuchen, einen offenen Blick haben für Sachen. Es ist manchmal ein bisschen schwierig, dass man Sachen wirklich wahrnimmt. Man wandelt so in der Gegend herum, man geht zum Supermarkt, man will eigentlich an nichts denken. Dass man da Dinge, die links und rechts von einem passieren, überhaupt sieht. Nein, man hat schon gelegentlich so Selbstzweifel, so, vor allem wenn man sich denkt, oh mein Gott, ich habe jetzt so wenig mit dem Buch verdient, ich habe keine Lesungen, ich habe gerade kein Stipendium gekriegt und dann kriegt man so gelegentlich diese Panikattacken, die an Existenzängste gekoppelt sind. Aber ich habe jetzt festgestellt, nachdem ich ja auch Freunde habe, die andere, mehr oder weniger normale Tätigkeiten machen, dass das mittlerweile allen so geht. Es ist mittlerweile völlig egal, was für einen Beruf man ergreift. Es passiert immer wieder zwischendurch, dass diese Existenzängste auftauchen. Ich bin mir nicht sicher, ob es früher auch schon so war für andere Leute, aber in unserer Generation scheint es sehr verbreitet zu sein. Auch Leute, die schon während sie die Diplomarbeit geschrieben haben, da extrem lang gebraucht haben, weil sie zwischendurch
die Wand angestarrt haben und sich gefürchtet haben, was passiert, wenn ich damit fertig bin? Was ist danach? Und das ist sehr beunruhigend, gerade für die Leute, die jetzt mit dem Studium fertig werden. Und von dem her denke ich, was sollte man ohnehin am ersten machen, was einem Spaß macht, weil ansonsten hat man das Pech, dass man eine Ausbildung macht, die man eigentlich nicht machen will, sitzt dann in einem Job, den man nicht leiden kann oder ist arbeitslos mit Qualifikationen, die man nicht haben wollte. Also so wie man eben früher gesagt hat, ja, studiert BWL, da gibt es Jobs, oder dann gab es die studiert Jus, da hat man fix immer einen Beruf. Sache. Und dann gab es natürlich die, oh, ihr müsst Informatiker werden, weil da findet man immer Arbeit und das macht nur unglückliche Menschen. Und ich glaube, dass man mit den, wenn man die Existenzängste ja ohnehin überall haben kann, dann kann man auch was machen, was einen glücklich macht.